Carsten seine Schafe haben schon die ersten Lämmer gekriegt. Wie geil ist das denn? Als jetzt die letzten Tage noch ein bisschen trocken war, haben wir gesagt, nutzen wir jetzt mal die Zeit, beziehungsweise unser Lohnunternehmer macht das für uns, unsere Knicks zu pflegen. Das haben wir jetzt gerade eben rausgezogen aus der Güllepumpe und das. Guten Morgen, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 5. Unser Azubi Lasse hat sich krank gemeldet. Er hatte letzte Woche schon eine ziemlich fette Erkältung und den hat es jetzt so richtig umgehauen. Gute Besserung von dieser Stelle aus. Und deswegen bin ich jetzt heute Morgen unterwegs, kurz nach 4 jetzt, und hole die Kühe zum Melken. Ich mache die Liegeboxen sauber mit Hilfe dieser Hake. Die Mädels wissen schon, was los ist, wenn hier einer ankommt. Ihr seht das, die laufen alle los. Ayla ist mit am Start, die fegt hier irgendwo durch die Liegeboxen. Und sogar unsere dicke Wilma habe ich mitgekriegt. Keine Ahnung, wie ich zu der Ehre komme, so früh am Morgen. Das ist eigentlich noch gar nicht ihre Zeit, aber meine auch nicht. Das verbindet uns. So, also ich mache mich jetzt dran. Kratze jetzt hier die Liegeboxen aus. Und Dann wird Futter rangeschoben, geguckt, ob irgendwas gekalbt hat. Und ihr dürft mitkommen. Wenn da jetzt irgendwo Kühe in die Liegeboxen geschissen haben, so wie hier, dann nehme ich meine Hake. Das ist jetzt mit einer Hand, allerdings gar nicht so ganz einfach. Kratze hier den Mist raus. Machen wir mal anders. So. Geht immer noch nicht besser mit der Hand. Also ich kratze den Mist raus und dann ziehe ich trockenes Material von vorne nach hinten. Ihr könnt sehen, das ist jetzt so abgetrocknet, das ist jetzt ja schon auch ein paar Tage älter. Das ist richtig staubtrocken, das ziehen wir dann hier nach hinten, so dass die Kühe hier schön gemachte Betten vorfinden, wenn sie gleich wiederkommen vom Melken. Das ist irgendwie ganz komische Luft heute Morgen, ihr könnt das vielleicht sehen. Das ist neblig im Stall, aber es ist zumindest trocken geblieben heute Nacht. Das ist ja schon mal fast mehr, als wir zu hoffen gewagt haben. Ich habe die erste Seite jetzt geholt, also der Stall, ich habe das glaube ich mal erzählt, wir haben 400 melkende Kühe hier am Hauptstandort und der Stall ist unterteilt im Grunde in zwei Leistungsgruppen, aber in vier Abteile. Das heißt, jedes Abteil hat ungefähr 100 Liegeplätze. Die 100 aus diesem Abteil, die habe ich jetzt geholt, die sind alle raus. Jetzt machen wir hier zu. Haben wir dann diese Hubtore und jetzt holen wir die Kühe aus diesem Abteil, das ist der ältere Stallpart, und damit die mir nicht abhauen, wenn ich jetzt gleich komme und da den Mädels Bescheid gibt zum Melken, die könnten dann ja theoretisch auch wieder in das schon leere Abteil reinrennen. Dafür machen wir hier das Heck jetzt zu, meine Hake, und dann geilert los. Relativ einfach. Das ist auch gut zu merken, dass der Teil des Stalls später frisch eingestreut wurde. Also da war
weniger zu kratzen. Halt. Fräulein. Das meine ich, wenn da jetzt nicht zugewesen wäre, dann hätte man da mich ausgetrickst. So, komm. Da geht's zum Melken, genau. Jetzt können wir hier aufmachen. Damit die Kühe sich hier gleich verteilen können im ganzen Stall. Wir machen hier das Heck jetzt auf, weil die Kühe jetzt gleich über den schmaleren Gang zurücklaufen, weil da vorne unsere Selektionsbox ist. Nämlich hier. Hier hinter ist die Kuherkennung. Das heißt, die Kühe werden im Büro eingegeben, wenn sie zum Besamen anstehen. Und die Kuherkennung sieht dann halt, wenn die Kuh durch die Box läuft. Die haben alle Halsbänder um unsere Kühe. Das Halsband wird hier erkannt. Und wenn dann eine Kuh ist, die für den Tierarzt vorgestellt werden soll oder für die Besamung oder fürs Klauenschneiden oder wir sonst irgendwas von der Kuh wollen, dann wird die nach Melken hier aussortiert. Und wenn wir mit Melken durch sind, stehen die Kühe hier im vorderen Bereich fixiert am Fressgitter und können dann entsprechend behandelt werden. Das ist eigentlich eine ganz geile Sache. Man muss halt nicht mehr so viel hinter den Kühen herrennen, oben im Stall und da suchen. Kommt ab und zu trotzdem nochmal vor, dass die nicht 100% zuverlässig arbeitet, aber es ist schon eine riesen Erleichterung mit dem Teil im Gegensatz zu früher. Hier in den Seitengängen die Kühe, die sind jetzt schon fertig mit Melken. Das ist der Wadebereich, den habe ich euch am letzten Video von der anderen Seite gezeigt, von Melken aus. Die sind auch fertig. Jetzt machen wir hier auf. Das breite Tor hier zu. Und jetzt können wir ja mal gucken, ob da welche sind. Achso, jetzt muss ich erstmal einschalten. Das ist hier der Schalter. Auf Automatik. Und ab geht die wilde Fahrt. Jetzt können wir mal gucken, ob da welche sind zum Aussortieren. Na komm, Mädels. Hallo. Weitergehen. Wir wollen was zeigen. Genau, wenn mal einer die erste ist, dann geht das hier auch los. Ihr seht das, die laufen immer eine nach der anderen, sodass hier eigentlich kein Chaos entstehen kann oder keine, dass da nicht mehrere aussortiert werden können. Manchmal kommt das trotzdem vor, wenn sie besonders dicht zusammenlaufen, so wie jetzt gerade. Also da ging es jetzt wieder, dass da noch eine Kuh so halb im Tor steckt, wenn eine andere aussortiert wird. Das ist der Vorführeffekt. Dann steht man hier einen Augenblick und dann rummelt das Heck in einer Tour. Aber wir haben heute keinen Tierarzttermin oder sonst irgendwas, deswegen blenden wir noch ein paar Besamungskühe. Und das soll natürlich dann auch mal gerade mal so passen. Da hier heute nicht so viel zum Aussortieren scheint und ich weder die Zeit noch die Lust habe, da jetzt lange rumzustehen, lassen wir es damit jetzt mal gut sein. Das zeige ich euch dann ein anderes Mal, wenn wir auch einen Tierarzttermin haben. Dann sind da deutlich mehr zum Aussortieren. Da muss man noch nicht so lange stehen und warten. Dann kann man auch mal zeigen, wie zuverlässig oder auch nicht zuverlässig das Ding dann funktioniert. Die tolle Technik. So, jetzt schieben wir Futter ran. Wir haben hier am Betrieb keine automatische Futterschubse, so wie drüben bei den Jerseys, sondern hier schieben wir selber ran. Das sehen, die Kühe wühlen ja dann das Futter so ein bisschen durch. Versuchen natürlich dann immer die leckersten Parts zu kriegen. Also gerade so Kraftfutterkrümel sind da sehr begehrt. Hier haben sie schon ein bisschen mehr weggeputzt und gewühlt als auf dieser Seite. Das sind die Kühe, die jetzt vom Melken kommen. Das ist die Hochleistungsgruppe.
Das sind die Altmelker, die holen wir gleich zum Melken, wenn die erste Gruppe komplett durchgemolken ist. Und damit die jetzt frisch Futter vorkriegen bzw. dann frühstücken können, schieben wir das Futter jetzt einmal frisch vor. Dadurch wird das dann auch noch mal ein bisschen vermengt und die Kühe können wir von vorne anfangen mit wühlen. Hier kann man das schön sehen. So richtig schön, dass das man nicht so gerne macht, wird zur Seite geschoben und dann wird nach unten durchgemuffelt, weil man die ganze Zeit da rumrührt. Dann fallen die Kraft vor der Krübe, weil die natürlich schwerer sind als Gras und Mais, nach unten durch und dann werden die unten abgeschleckert. Und da kann der Mischwagen noch so geil sein, das hast du, glaube ich, immer. Gerade wenn man mit pelletierter Ware arbeitet, also diese krümelige Struktur beim Kraftfutter, dann bleibt das gar nicht aus, dass die Kühe da auch mal irgendwie versuchen zumindest, sich das Leckerste, die leckersten Happen da irgendwie rauszusortieren. Das ist unsere Futterschubse hier. Unser kleiner Hoflader, ich glaube, das habe ich im Vorstellungsvideo gezeigt, dass wir einen Hoflader haben, mit dem wir nur Futter ranschieben. Das ist der hier und dann wollen wir mal loslegen. Den habe ich euch auch im Vorstellungsvideo gezeigt und hier kommt es jetzt darauf an, dass ich nachgucken muss, ob irgendwelche Kühe gekalbt haben. Wir haben hier in dem Bereich unsere Transitgruppe, also die Vorbereitungsgruppe für die Kalbung, wo die Kühe dann 3 Wochen vom Kalbung, Knoten der Zunge,
drei Wochen vom Kalben kommen die Kühe in diese Gruppe rein, werden dann mit einer speziellen Futterration aufs Kalben vorbereitet. Und zum Kalben kommen die dann in diesen Bereich rein. Hier ist jetzt zwar eine Kuh, aber die hat noch nicht gekalbt. Das heißt, heute Morgen keine frischen kleinen Kälbchen. Passt mir auch nicht ganz schlecht. Wie gesagt, kein Auszubildender hier. Die Mädel und Joshua haben Schule. Und ja, das ist Sache schon. Ist krank. Wir schieben jetzt weiter Futter ran. Also ich mache jetzt noch hier die Transitkühe. Dann geht es rüber in die Altgebäude zum Vorschieben einmal. Und anschließend wieder zurück zum Kuhstall. Und dann kann ich mir erstmal einen Kaffee holen. Das ist jetzt die Frischkalbergruppe, die wir hier gerade in Badehof geholt haben. Und da kommen jetzt die letzten Kühe vom Mägen aus der ersten Gruppe. Ja, kommen die jetzt alleine oder hole ich die? Oh, da wurde gerade eine Kuh aussortiert. Haben wir jetzt auch noch mitgekriegt. Guck. Eine steht hier schon. Eine kommt da hinten jetzt gerade ums Eck. Na komm. Rücksicht zumachen. Auch zumachen. Und dann gehen wir mal Kühe holen. Ich habe jetzt alles abgesperrt. Da geht's hoch zum Melkstand. Und ich habe jetzt nur zwei, dreimal gepfiffen und dann kommen die Kühe schon in die Gänge und wissen, was sie sollen. Hier ist jetzt schon fast leer. Irgendwo da hinten schwirrt aber auch mein Hund rum. Die hilft natürlich dann auch noch mal ein bisschen nach. So, hier machen wir jetzt das gleiche. Liegeboxen einmal sauber kratzen, trocken nachstreuen. Und dann bringen wir die Mädels hier zum Melken. Das Melken ist jetzt durch. Die letzten Kühe gerade hoch in den Stall gebracht. Da ist der Weg, den habe ich ja von der anderen Seite schon mal gezeigt. Hoch in den Stall, da wird jetzt alles noch sauber gemacht. Da wird auch alles sauber gemacht. Und dann geht's zum Frühstück. Moin, so Thomas Tickligen Wahnsinn ohne Thomas, dafür mit Lasse. Moin. Lasse, was machen wir jetzt? Wir fahren nach Seeland und reparieren da Getränke bei den Büffeln, ne? Bei den Büffeln? Ja. Dann machen wir das. Wir besorgen uns jetzt mal ein bisschen Werkzeug hier schnell mal. Und dann fahren wir nach Seeland und machen die Tränke, wie Lasse schon sagt. Ich habe Flo ja noch gar nicht kennengelernt. Wir besuchen Flo mal. Scheiße, der ist weg. Der ist nicht mehr da. Doch, da ist er doch. Wo? Ach, da hinten ist Flo. Flo räumt gerade Hütten weg. Die soll gemistet werden. Flo, hattest du dich eigentlich schon vorgestellt im Internet? Was? Hattest du dich eigentlich schon vorgestellt im Internet? Nee. Sollen wir das mal machen? Können wir machen. Dann stell dich mal vor.
Ich bin der Flo, ich bin hier auf dem Hof Bachlund als Melker tätig. Und nach den Melkzeiten kümmere ich mich um alles, was anfällt. Genau. Lasse freut sich richtig. Perfekt. Spontan ist auch am besten, oder? Das ist immer am besten. Nicht drauf vorbereitet. Und Tatjana ist auch fleißig. Schnell wie der Wind. Denke sie. So, wir fahren zu den Büffeln. Lasse! So, wir fahren jetzt zu den Büffeln und ihr bleibt dabei. Ich hoffe, das funktioniert. Thomas, kannst du hier mal so Wademusik einspielen? Und Zeitraffer, genau. Und dann geht's gleich weiter. Wo wir gerade bei den Büffeln sind, wir haben noch was Cooles aktuell. Carsten, seine Schafe haben schon die ersten Lämmer gekriegt. Wie geil ist das denn? Oh, komm her! Der ist auch cool. Total. Das ist voll das schwarze Schaf. Wie Lasse. Lasse? Na? Was hast du gerade entdeckt? Ein wundervoller Büffel auf deiner Seite. Hier sind die Trockenen, die Langzeittrockenen. Und irgendwie passt der hier nicht mit in die Gruppe. Wir machen aber erstmal die Tränke. Und dann helfen wir dem jungen Mann mal wieder auf ihre Seite. Oder der Dame, das ist ja die Dame. So, hier ist die Tränke. Die kann man nicht sehen, das ist so dunkel hier. Naja. Ja. Läuft auf jeden Fall. Vielleicht lassen die uns hier rein. Oh. Sind die also nett und freundlich? Keine Ahnung. Eigentlich. So, hier ist die Tränke, die ist zum Glück nur abgerissen, glaube ich. Schieben wir wieder hoch, spatzen hier an und dann läuft das. Ist fertig. Kann ja die Kamera. Lasse sagt, ich soll die ans Horn machen von dem Büffel. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich aber nicht. Kannst du lachen? Die war gut. So. Kannst du mal kurz die Kamera halten für uns? So. Läuft, hängt am Büffel. Aber ich glaube, das machen wir lieber nicht. Das ist eine scheiße Idee. Nachher läuft er los. Ja. So, wir machen die Tränke heile und danach melden wir uns mal wieder. Ja. Oder lass es? Ja. Genau. Das ist auch echt Spaß in dem Blödsinn, ne? Lass mich fliegt nochmal schnell die Vorderreste weg. So, die Tränke schon wieder dran. Müssen nochmal die Zange nachziehen. Und dann sind wir auch fertig hier. Ist auch gar nicht so schlimm tatsächlich. So. Hallo Lasse. Hallo Kevin. Tränke ist wieder dran. Ist ziemlich dunkel hier, man kann das ganz schlecht sehen. Tränke ist dran. Funktioniert. Alle glücklich. Bei den Fersen ist alles sauber. Keine Ahne kommen. Ja. Läuft auf jeden Fall bei uns. Also bei Lasse auf jeden Fall. Ja, bei mir total. Wir fahren wieder zum Hof und dann gucken wir mal, was wir noch anstellen jetzt. Ja. So, wir sind jetzt unterwegs zum Silverador. Schalten den Silverador an. Wollen wir schon Gülle separieren. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir noch ein paar Kubiken wieder Gülle rauskriegen heute. Dass wir wieder übers Wochenende kommen ohne Probleme. Genau. Ja. Was soll ich zu sagen? Ja. Hast du alles gesagt? Ich habe alles gesagt, sagt Lasse. Dann machen wir das. Wollen wir noch ein bisschen Klauenpflegetipps jetzt loswerden, oder? Ja, ich würde hier. Ja, ich weiß, dass der undicht ist. Das habe ich schon auf meinem Programm. Okay, ich darf auch gerne mal wieder. Ja. Ja. Das letzte Mal sagt er, ich bin blöd, weil der läuft. Du hast den anderen gemeint. Ich hab den beim Clownstand gemeint. Ja. Läuft. Sina, was machst du da? Ich?
back gerade ein Verband bei der Kuh an die Klaue, weil die lahm war. Sie hatte ein Sohlengeschwür. Klotz hat sie letztes Mal schon bekommen. Da war das noch nicht ersichtlich, um die andere Klauenhälfte, die kranke Klauenhälfte zu entlasten. Jetzt haben wir da was gefunden. Jetzt machen wir ein Verband dran, damit sie wieder fein weiterlaufen kann. Schier. Ja? So, Rolle ist zu Ende. Okay. Next one, please. Genau. Merle spielt quasi Arzthelferin. Genau, ist ein bisschen mehr heute. Und kriegen die alle mal wieder schicke Puschen, ja? Sehr schön. Ist das. Dann wollen wir euch gar nicht weiter stören. Nee, wa? Aber vielleicht Merle noch einen Augenblick. So, wir sind beim Separator angekommen, nachdem wir einen kurzen Halt Rosina gemacht haben. Ich stelle euch hier einfach mal kurz hin. Boah, da gibt es auch nicht viel zu erklären. Knöpfe drücken. Keine Ahnung, ob das hält. Oh, ich bin drauf. Das war's schon. Und wenn es gut läuft, kommt da jetzt. Oh, läuft gut. Kommt da jetzt das Absuperierte raus. 4. Läuft. So, moin nochmal zu Thomas täglichen Wahnsinn ohne Thomas. Dafür diesmal mit Arne. Moin. Wir fahren jetzt zur Firma Kork und holen da was ab. Was holen wir ab? Mein Futtermischwagen ist hoffentlich gleich fertig. Der hat Service bekommen. Und ein paar neue Reifen, weil Arne einen heißen Fuß hat. Genau, das machen wir jetzt. Damit Futtermeister Arne ab morgen wieder ordentlich ja. TikTok machen kann. Damit ich mit der neuen Technik füttern kann und nicht mehr mit der alten. So. Ja, wir sind bei Firma Kork. Hier hat einer sein Moped stehen lassen. Da steht Arne sein Teil. Mit niegelnagelneuen Reifen hinten drauf, du. Ja. Wir haben ja die Büffelkälber von ihren Müttern getrennt. Das muss natürlich irgendwann mal sein, bevor die Kälber anfangen, da ihre eigenen Mütter zu decken. Müssen die irgendwann mal abgenommen werden. Also die haben jetzt hier ordentlich Alarm gemacht. Ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Hier sind die Burschen drinne. Das sind die Mädels, hier sind die Jungs, die sind noch etwas verstört und etwas verwildert. Einer von denen hat versucht, hier das Gitter durchzugehen, als die eingestellt wurden und musste dann erstmal eine Beruhigungsspritze kriegen, damit wir den hier drinnen halten können. Das ist immer so der Moment oder der Zeitpunkt im Jahr, wo ich dann merke, warum wir bei den schwarzbunten Kühen die Kälber so früh abnehmen. Wenn wir sie nach einem halben Jahr trennen, wie jetzt bei den Büffeln, dann ist das richtig Alarm. Also da leiden die Tiere, die Büffelkühe gar nicht mal so sehr. Ich glaube, die sind ganz froh, dass sie ihren Nachwuchs endlich mal los sind. Aber die Kälber, die leiden massiv. Also hier ist wirklich 3 Tage richtig Alarm in der Bude. Jetzt geht es langsam schon wieder. Die haben sich schon ein bisschen beruhigt. Aber das ist schon, ja, man hört sie immer noch so ein bisschen knurren hier, ne? Aber jetzt ist allgemein Unruhe, weil Opa mit dem Futterwagen unterwegs ist. Da wird jetzt frisches Futter vorgefahren. Deswegen sind die Tiere da jetzt alle am Rumblöken im Stall. Aber das wollte ich euch einmal zeigen. Die Büffel alleine im Stall, weg von ihrer Mutti. Und wenn wir das bei allen Tieren so machen würden, wenn wir bei den schwarzbunten Kühen auch die Kälber da ein halbes oder auch nur ein Vierteljahr bei den Kühen laufen lassen würden, dann hätten wir da genauso einen Alarm. Also je länger die zusammen sind, umso dichter ist die Bindung von Mutter zu Kalb und umso schwieriger fällt es den Tieren dann auch, sich hinterher voneinander zu verabschieden und zu trennen. Und die Trennung muss irgendwann sein, also ohne Trennung geht es halt nicht. Dann hätten wir hier Sodom und Gomorra in den Ställen. Technisch ist es auch extrem aufwendig, gerade bei melkenden Kühen.
die Kälber beizulassen. In kleinen Herden macht das funktionieren, aber in so einem Bestand wie unserem halt nicht. Und ich bin dann immer froh, wenn ich diese Momente sehe, dann weiß ich, dass ich es bei den schwarzbunten Kühen eigentlich so, wie wir es machen, genau richtig mache. Jetzt ist es wieder ruhig hier im Stall, jetzt ist Futter da und mittlerweile fressen sie sogar ein bisschen. Auch wenn sie doch ganz schön schüchtern sind. Aber so langsam, Stück für Stück, siegt dann doch die Neugier und der Hunger. Die ersten zwei Tage haben sie hier gar nichts gefressen. Die Büffelkühe nimmt das ganze Theater lange nicht so doll mit. Die sind sehr entspannt. Wahrscheinlich, könnte man zumindest meinen, sind die auch ein bisschen froh. Ja, nee, na, was ist los? Ein bisschen froh, dass sie ihren Nachwuchs endlich los sind und hier wieder ihre Ruhe haben. Ein paar von den Damen gehen jetzt noch mal zum Schlachter demnächst. Und einige, ja, bei dir bin ich mir noch nicht so ganz sicher, welchen Weg du gehen sollst, Fräulein. Und einige bleiben aber hier, die kommen dann nachher im Sommer wieder auf unsere Naturschutzweide raus. Na, na komm, na komm. Du altes Biest, du. Heute machen wir Knickpflege. Wir dürfen ja vom Oktober bis 1. März dürfen wir Knickpflege machen. Und da es jetzt die letzten Tage noch ein bisschen trocken war, haben wir gesagt, nutzen wir jetzt mal die Zeit, beziehungsweise unser Lohnunternehmer macht das für uns, unsere Knicks zu pflegen. Die Knicks sind ja so ein Phänomen, das haben wir eigentlich nur in Schleswig-Holstein. Glaube ich zumindest. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch bei euch Knicks habt und nicht aus Schleswig-Holstein kommt. Und die müssen regelmäßig gepflegt werden. Das sind im Grunde die Hecken, die ihr hier hinter mir seht, die unsere Felder umschließen oder umzäunen. Auf diesen Hecken sind, auf diesen Erdwellen, die es da gibt, die seht ihr hier hinter mir, sind Büsche und Bäume gepflanzt. Und die müssen natürlich regelmäßig gepflegt werden, damit sie uns nicht zu weit in die Wiesen reinwachsen. Das gucken wir uns jetzt mal aus der Nähe an. Aber wozu gibt es die Knicks überhaupt? Die Knicks sind angelegt von den Bauern. Das ist kein natürlicher Bereich, auch wenn viele Behörden das immer gerne so sehen würden. Das ist natürlich unter kompletten Naturschutz gestellt gehören würde. Aber letzten Endes sind das Bereiche, Habitate, die von uns Bauern angelegt worden sind. Ihr seht das hier, das ist eine relativ hohe sandige Fläche. Und wir haben die Knicks in relativ gleichmäßigen Abständen. Zum einen sind die natürlich dafür da gewesen, die Felder zu begrenzen. Also, dass man sehen konnte, wo das Feld zum Nachbarn anfängt. Zum anderen, früher sind da dichtere Büsche angepflanzt worden häufig, auch dann als Umzäunung für die Tiere. Ob das richtig funktioniert hat, wenn ich hier jetzt so diese Lücken sehe, weiß ich nicht. Man hat früher aber auch diese Äste genommen und miteinander quasi verflochten. Und so hatte man dann auch eine dichtere Hecke. Das wird heute nicht mehr gemacht, einfach weil der Status als wirklicher Zaun heute nicht mehr so wahnsinnig relevant ist. Aber, wie gesagt, das ist eine relativ hohe sandige Fläche hier und was wir hier schon merken können, ist, dass die Knicks als Schutz vor Erosionen fungieren können. Das heißt, wenn wir hier wirklich ganz, ganz starken Wind haben, dann sind die Knicks ein Windfang, eine Windbremse, die dafür sorgt, dass der Boden quasi nicht zum Nachbarn rüberfliegt. Also diese leichten Sandböden sind im Frühjahr sehr gefährdet, wenn wir so eine Mai-Trockenheit haben, dass sie bei Wind dann anfangen zu stauben, zu fliegen. Und da bremsen die Knicks, die dann ja nachher grün sind, schon unwahrscheinlich viel Wind ab. Und deswegen haben die Knicks auch für uns auf diesen leichten Standorten auch heute noch eine wahnsinnig hohe Bedeutung. Und deswegen haben wir auch ein eigenes Interesse natürlich daran, sie zu pflegen. Wenn wir sie jetzt nicht pflegen würden, was dann dazu käme aus naturschutzrechtlicher Sicht oder aus Naturschutzsicht wäre, dass sie unwahrscheinlich dicht werden. Also es hat dann nachher da unten irgendwie ein Biotopcharakter wie ein Wald. Und da hast du dann halt auch keinen Zaunkönig mehr drin und auch kein Leben unten am Boden. Dafür muss da schon so ein bisschen Licht und Luft rankommen. Und dafür ist es wichtig, dass die Knicks halt regelmäßig einmal aufgekappt werden, um sie in sich ein bisschen dichter zu halten, aber dann auch alle paar Jahre einmal sie runterzuschneiden, damit das Holz nicht zu alt wird, damit da nichts abbricht und damit da nicht trotz des geschützten Charakters der Büsche trotzdem auch ein bisschen Licht und Luft reinkommt. Das heißt, die Knickpflege, die wir hier machen, hat halt nicht nur einen pflegerischen Charakter, sondern ist auch für das Biotop-Knick als solches unwahrscheinlich wichtig.
Hier kann man das jetzt sehr schön sehen, wie gerade diese Kante jetzt geworden ist, wo er mit der Astschere rum ist. Wir gehen mal auf die andere Seite. Hier ist er noch nicht gewesen. Und hier könnt ihr sehen, wie es auf der anderen Seite auch vorher ausgesehen hat. Und hier seht ihr auch, dass das schon richtig weit in die Fläche reingewachsen ist. Deswegen werden wir das jetzt hier aufkappen. Und da hinten liegt unser Buschhaufen. Da werden wir nachher am Gründonnerstag in der Regel unser Osterfeuer machen, gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und unseren Nachbarn. Wenn wir den Knick jetzt aufkappen, dann also auf Stock setzen, wollte ich sagen, dann wird das Holz, was aus dem Knick rauskommt, geschreddert. Damit befeuern wir dann eine Hackschnitzelheizung, die wir in einem unserer Häuser haben, das wir vermietet haben auf einem unserer Standorte. Da ist eine Hackschnitzelheizung und da verwenden wir dann unser eigenes Knickholz, um die Heizung zu betreiben. Dann kommt da ja auch richtig was zusammen. Ihr könnt das ja hier schon sehen. Die Stämme, die kriegen jetzt schon eine gewisse Dicke, wo man dann auch damit arbeiten kann und wo es dann auch lohnt, das zu schreddern. Das Astzeug, was wir jetzt aufkappen hier am Knick, das hat nicht so einen hohen Brennwert. Das schieben wir einfach nur zusammen und fahren das dann hier eben auf den Buschhaufen, den ihr hinter mir seht, und machen dann unser Osterfeuer davon. So hat das Ganze dann auch noch einen vernünftigen Wert. Eigentlich hätten wir das gerne schon ein bisschen früher gemacht. Das ist immer schöner, wenn man da ein bisschen Luft hat. Aber ihr habt das ja mitbekommen, wie die Witterung der letzten Wochen hier bei uns so war. Es war eigentlich immer so nass, dass man selbst auf diesen hohen Flächen hier immer Spuren gemacht hätte und dass immer irgendwas kaputt gefahren hätte. Jetzt die letzten Tage waren trocken. Wir haben jetzt, glaube ich, 4 Tage fast keinen Regen bekommen. Und so nutzen wir jetzt nochmal die Zeit, solange wir es dürfen, zumindest die schlimmsten Flächen einmal zu kappen. Das sind hier diese 3, also einmal da drüben, wo wir jetzt waren, dann diese hier. Und auf der anderen Fläche da drüben, auf der Seite hinter dem Knick, das ist eine der Flächen, wo wir letzte Woche schon waren, wo ich euch gezeigt habe, wie da eigentlich die Befahrbarkeit schon gegeben war. Also das war die Fläche, wo ich sagte, es ist nicht alles schlimm und scheiße. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade sehen konnte. Er hat jetzt gerade eben da hinten den Auslieger einmal ganz hoch gefahren und hat da oben einen Ast abgesägt. Die Säge, die nimmt auch Äste so, na, nicht mein Arm, aber dünnere Arme. Die Hälfte von meinem Arm, die kann die Säge da schon nehmen. Das ist dann, da guckt der Fahrer danach, wenn er sowas sieht, dass er irgendwo einen Ast, weil überhängt, so wie bei der Eiche hier vorne, wenn die gegen die Kabine vom Feldhexer schlagen würden und da jetzt irgendwie die Beleuchtung oder die Spiegel kaputt hauen würden oder sowas, dann sägt er die mit runter. Wie gesagt, das hier macht der Lohner auch sehr, sehr gut. Wenn wir den Knick auf Stock setzen, kommt auch der Lohnnehmer. Da hat er einen Bagger mit einer Astschere, dass er die einmal runterkneift. Die Büsche, das Nachsägen machen wir dann wieder selber. Und das Schreddern für die Hackschnitzelheizung, das macht dann auch der Lohnnehmer. Wir können nicht alles vorhalten. Diese Maschinen sind wahnsinnig teuer. Ich glaube, so eine Astschere liegt irgendwo bei 40.000 Euro. Und die brauchen wir einfach zu selten. Wie gesagt, wir dürfen nur alle 3 Jahre so einen Knick einmal aufkappen. Da macht das dann keinen Sinn, so eine Technik selber vorzuhalten. Das ist dann einfach zu teuer und unsere Zeit ist dann auch zu knapp, um sowas schaffen zu können. Guten Morgen an diesem wirklich sonnigen, schönen, na, noch nicht ganz sonnig, aber die Sonne kommt gleich raus, Samstagmorgen. Wie es Murphys Gesetz will, ist immer an so einem Wochenende, wenn man eigentlich oder wenig Leute am Betrieb hat, irgendwas, was dazwischen kommt und einem das den Tag versaut. Ich kriegte heute Morgen schon Bescheid von meiner Frau, sie war hier am Melken, bevor ich rüberfahren konnte zu den Jerseys, dass im Stall das Licht nicht vernünftig funktioniert, dass da irgendwo was dunkel ist. Oh, hier ist er doch sonnig. Geil. Und habe das dann nachgeguckt und da ist eine Panzersicherung rausgeflogen. Das Melken lief alles. Ich vermute mal, dass die Güllepumpe heute Nacht irgendwas gefunden hat im Güllekanal, was da nicht reingehört und sich festgesetzt hat. Und dass dann die Panzersicherung durchgeschlagen hat. Normalerweise ist die Güllepumpe einzeln abgesichert, aber irgendwie manchmal, wenn der Schlag groß genug ist, dann
haut's da die Hauptsicherung durch. Und das werden wir jetzt mal nachgucken. Hey, das sieht ja doll aus hier. Ich schalte jetzt die Pumpe einmal aus. Hier ist irgendwas hochgegangen, so wie das hier aussieht. Huiuiuiuiui. So, die Pumpe ist aus, damit sie nicht unter Last steht, wenn der Strom wiederkommt. Und jetzt muss ich mal die Sicherung nachgucken und dann werden wir gleich mal sehen, wenn die Sicherung wieder drin ist, was die Pumpe dann macht. Und wenn sie dann nichts macht, dann nehmen wir die raus und gucken, ob wir den Fremdkörper, der da irgendwo drin sitzt, rausbekommen können. Die Sicherung ist wieder drin. Jetzt, Licht geht auch wieder überall. Also das war die richtige Sicherung, die ich gefunden habe. Jetzt kommt es drauf an, was die Güllepumpe jetzt macht, wenn wir sie jetzt von Hand schalten. Das kann tatsächlich auch sein, dass das irgendwie eine Verkettung unglücklicher Umstände ist, die dazu geführt haben. Kommt selten vor, aber manchmal eben doch. Wenn wir die jetzt, die steht auf Handbetrieb. Nee. Die macht nichts, die muss raus. Ja. Nun gut, dann warten wir jetzt auf meinen Vater, der holt den Teleskoplader. Und dann hieven wir das Teil da gleich mal raus. Das ist die Vorgrube und die Pumpe ist da geführt in so einer Schiene, da können wir die jetzt gleich hochziehen. Das sieht doll aus hier, weil da irgendwo unten im Schacht scheinbar eine Dichtung weg ist. Und deswegen sprüht er hier manchmal, wenn die Gülle besonders leer ist, sprüht er hier Gülle hoch. Deswegen sieht das hier so aus, wie es aussieht. Aber das hat ja jetzt mit unserem aktuellen Problem überhaupt nichts zu tun. Also wir hängen da jetzt gleich eine Kette raus drum und dann ziehen wir die Pumpe hoch und gucken mal, was sich da drinnen verfangen hat. Ich vermute mal irgendwie entweder ein Forkenstiel oder ein Halsband oder irgendwas wird da vorsitzen und blockieren. Die war gar nicht das Problem. Das Messer wird tatsächlich neu. Nee, nur ein Zollstock. Dann organisieren wir mal wieder noch ein Gipfelmesser. Und nicht hier rein. Das freut mich nicht. Ich hab hier nur so ein bisschen hier dran. Oh, das ist doch auch gut. Ich weiß aber nicht mal, wie ich da hinkommen soll.
sich da so reingefressen. Anstellen jetzt. Der kann aber nicht so viel. Zerlegen können. Kannst du die Pumpe nicht zurücklaufen lassen? Reibstock aus. Schraubenzieher oder so. Hinten im Maschinenraum liegt ein Schlitzschraubenzieher irgendwo, Nikolai. Da hinten am Sicherungskasten. Kannst du ihn mal holen? Das haben wir jetzt gerade eben rausgezogen aus der Güllepumpe und das. Und Lasse erzählt uns jetzt, wie das da reingekommen ist. Wieso soll ich dazu was sagen? Ja, die Hake wurde anscheinend da nicht vernünftig in die Liegebox reingepackt und haben die Kühe rausgezogen und dann lag die da auf dem Boden und hat der Spaltenschieber die mitgenommen. Und der Sack, das gleiche Schicksal. Ja, den haben wir Lehrlinge vergessen wegzuräumen. Die Lehrlinge? Ja, jetzt ziehe ich alle mit rein. Ja, okay. Nicht nur ich, wenn dann einmal alle. Na gut. Also, wir haben die Güllepumpe jetzt einmal umgepolt und jetzt wollen wir mal gucken, wenn wir die rückwärts laufen lassen, ob wir dann den Rest, der noch irgendwo drin ist, jetzt rauskriegen.
macht es absolut nicht besser. Kein Stück. Da macht ihr noch weniger. Eidenei. Ach, gar nichts. Oder? Kriegen wir die irgendwie mit einer großen Rohrzange ein Stück rübergeprügelt, dass sie sich dann frei fühlt? Die braucht ja wahrscheinlich nur einen kleinen Schubs. Also müssen wir. Kleiner Fisselgummi, den kriegst du oben noch zu packen, aber das ist ja echt nicht viel. Ich kann mir nicht denken, dass das so dort bremsen kann. Ja. Der Rohrzange ist gut. Das Rohrzange ist natürlich immer geiler, da hast du mehr Hebel. Ja. Das ist die Zinken haben wir doch schon. Hast du dich hier aufgestellt, weil das hält? Ja. Die hängt am Telefon, die hält auf. Oh, nix. Da ging ja vor. Hast du kein Hufeisen mitgebracht, Lasse? Nee. Hufeisen? Gerade aber das Hufeisen auch reicht. Ich wusste aber nicht, was Hufeisen ist. Kuhfuß. Ja. Ist sie vielleicht noch im Kenny? Mein gut, Lasse gestaltet keine Kreuzworträtsel. Wir würden nie drauf kommen. Ich stehe bei Martin. Schrauben wir hier zwei oder drei? Und das Gegenstück bitte. Was? Und das Gegenstück. Ja. Besser leer. Ja, mein. So. Das muss ich jetzt irgendwie wieder. Dann musst du dich da aufstellen. Das geht. Ja, weil ich das mache. Ja, nicht alle auf einmal, das geht in die Ruhe, Lasse. So, nun musst du die beiden da einfädeln. Okay. Checkst du? Mhm. Cool. Thank you.
So, ich habe den 19er und die Schlagschraube mal bitte schon mal. Wir haben die Pumpe jetzt ausgebaut, weil hier, da wo es reingeht zum Lager, da sitzt irgendwie ein altes Stück Gartenschlauch. Wir haben aber immer eine Pumpe auf Reserve liegen. Die haben wir jetzt gerade abgeholt. Lasse baut gerade die Halterung um. Und die werden wir jetzt gleich reinsetzen. Dann kommt der Motor da oben drauf. Nee, der Rohr kommt hier oben gleich hin. Und dann soll das Ganze wieder laufen. Die Pumpe sitzt wieder. Das ist jetzt die Reservepumpe. Motor haben wir wieder drauf gesetzt und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Schauen wir mal sehen, was passiert.
Muss ja auch einmal freischalten. Die ist freigeschaltet eigentlich. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ist die Sicherung? Hat er die Sicherung noch draußen? Weiß ich nicht. Wir gucken mal die Sicherung nach. Es war die Sicherung. Jetzt sollte das eigentlich laufen. Lasse, freust du dich noch die Mittagsstunde? Ja, auf jeden Fall. So, versuch die zweite. Oh oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Das Ganze scheint sich etwas schwieriger zu gestalten mit unserer Güllepumpe. Wir warten jetzt auf den Elektriker. Der muss dann notfallmäßig jetzt heute am Samstag ausrücken. Ich denke, da ist irgendwas mit dem Elektromotor im Eimer oder so. Anders kann das eigentlich nicht angehen. So schwer läuft die Pumpe normal nicht, dass die da ständig die Sicherung wegballern kann. Ich habe die Sicherung jetzt nachgeguckt. Alle drin und trotzdem tut sie es nicht. Irgendwie kommt da kein Strom an. Ich weiß es nicht. Das ist mir zu hoch. Und weil das zu lange dauern würde, darauf zu warten, dass es wieder läuft und ich die Zeit brauche, um dieses Video zu schneiden, müssen wir es dann jetzt damit gut sein lassen. Und ich muss nächste Woche berichten, was der Grund war für den Zwischenfall. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch eine gute Zeit. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle, Sonntag 20 Uhr mit einem neuen Vlog. Bis denn! Musik